Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Heute mit einem Mann, der fünfmal Meister wurde, einmal Cupsieger und dreimal Supercupsieger und der außerdem immer noch mit 495 Bundesliga-Einsätzen aktuell auf Platz 7 der ewigen Bestenliste sozusagen liegt, was die Einsätze angeht. Ich freue mich sehr, dass Walter Kogler für uns Zeit findet. Servus. Servus, Michi. Stimmt soweit alles, was ich gesagt habe über dich, oder? Weil du hast ja einiges erlebt. Es ist gar nicht so einfach, da immer den Überblick zu behalten. Aber bis jetzt war ich fehlerfrei, bis oder? Bis jetzt warst du fehlerfrei, also das stimmt. Ja. Na, schauen wir, das ist mal ein geglückter Start. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam in Erinnerungen schwelgen werden oder du uns mitnimmst auf deine Reise in die Vergangenheit, aber zunächst mag ich ganz kurz in der Gegenwart bleiben. Wo genau sind wir denn, ganz lapidar gefragt? Ja, wir befinden uns in der Cafeteria im Merkur Campus, also der Merkur Campus der Merkur Versicherung, der ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr alt und das ist eigentlich die Zentrale der Merkur Versicherung, Grazer Versicherung hier in Österreich. Arbeitgeber de facto. Arbeitgeber, da bin ich jetzt mittlerweile seit 6 Jahren schon wieder tätig auch. Und die Arbeit in der Wirtschaft ist inwiefern vergleichbar mit der im Fußball, beziehungsweise wo geht es dreckiger zu? Nein, ja, das, was man immer sagt, oder was ich auch oft betont habe, wie ich dann Trainer war, also Fußball ist so wie das richtige Leben. Ja? Und vielleicht ein bisschen intensiver, weil es schnelllebiger ist und man die Rechnung schneller präsentiert bekommt oder auch die Erfolge. Aber im Prinzip ist es in der Wirtschaft nichts anderes. Also du musst auch jeden Tag deinen Mann stellen und du siehst dann in gewissen, vielleicht ein bisschen längeren Zeiträumen, aber du bekommst genauso auch diese Resultate, die du dir dann letztendlich verdienst. Wo sind die Journalisten lästiger? Das ist ja sicher im Sport, da hat man ganz eine andere Aufmerksamkeit. Ja, ja. Also in der Wirtschaft, da vergeht es ja, oder da arbeitet man ja sehr oft auch unter, sage ich mal, Ausschluss der Öffentlichkeit, da geht es ruhiger zu. Im Sport natürlich bist du ständig am Tableau und es wird ständig drüber geredet, diskutiert und geschrieben. Genau, also de facto ist der gute Mann ja oft genug und lange genug in der Öffentlichkeit gestanden und wurde von dieser auch beurteilt und kritisch beäugt. Und diese Phase des Profifußballerlebens, die hat ja lange gedauert und hat recht früh begonnen und zwar de facto beim WRC. Ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dort hat deine Profilaufbahn begonnen de facto. Ja, damals war der WRC noch in der Kärntner Liga, also tätig. Aber da habe ich mit 17 Jahren, habe ich damals können dann beim WRC in der Kampfmannschaft spielen, Kärntner Liga, dritte Liga damals in Österreich. Also das war für mich dann ein super Sprungbrett und nach 2 Jahren beim WRC hat es mich dann nach Graz, zu Sturm Graz verschlagen. 87. Und das war, ja, 87 dann der Wechsel nach Graz, nachdem ich in Wolfsberg die Handelsakademie abgeschlossen habe, war es genau richtig. Mit 19 Jahren habe ich dann die Möglichkeit gehabt, nach Graz zu gehen und damit hat eigentlich alles richtig begonnen. Also das heißt, so eine richtige Ausbildung zu machen, das war schon etwas Gewichtiges in deiner Lebensplanung, auch damals als Jungspund. Ja, natürlich. Also das war gar kein Thema, die Handelsakademie in Wolfsberg abzuschließen und danach zu schauen, welche Möglichkeiten hat man. Geht man beruflich weiter oder so wie es bei mir dann war, die Möglichkeit, sich im Fußball weiterzuentwickeln, die Chance zu haben, in die Bundesliga zu kommen. Das war natürlich die Möglichkeit, die ich damals ergriffen habe. Und du hast es damals bei Sturm Graz nicht nur mit namhaften Mitspielern, sondern vor allem auch mit namhaften Trainern zu tun bekommen. Unter anderem, ich glaube, insgesamt 4 Trainer hast du verschlissen, wenn ich das Wort so schnell einmal dir hinschmeißen darf. Unter anderem hast du mit einem gewissen Otto Baric und mit einem Gustl Starek zusammengearbeitet. Welcher ist mehr in Erinnerung geblieben? Beide eigentlich. Der Otto Baric war derjenige, der mich dann absolut forciert hat. Also die ersten 1-2 Jahre hier in Graz waren nicht so einfach für mich. Also da hat es auch Phasen gegeben, wo ich mir nicht sicher war, ob mein Weg im Profifußball weitergehen wird. Otto Baric dann, wie er gekommen ist, der hat mir dann die Chance gegeben und ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich sportlich bergauf gegangen. Wie der Gustl gekommen ist, war ich dann schon mehr oder weniger gestandener Spieler, habe eigentlich gewusst, ich habe das Niveau für die Bundesliga. Und das war ein Genuss, mit dem Gustl zusammenzuarbeiten. Also das war ganz einfach, wie er mit den Spielern geredet hat, wie er umgegangen ist, wie sein Auftreten. Ja, der Gustl ist immer extrem in allen Beziehungen. Und das sind Sachen, die bleiben einem einfach in Erinnerung. Und auch jetzt gibt es ein Jahr 1-2 Telefonate, wo der Gustl sich meldet, meistens irgendwo von einem Golfplatz, aber wo man ganz kurz oder sagt... Oder am Tennisplatz, glaube ich, das ist auch noch recht aktiv, oder? Damals hat er Tennis gespielt, sehr, sehr stark. Also ich glaube, heute auch noch, aber mittlerweile... Hast du auch ganz stark in dem Golf
verschritten. Ist aber noch sehr fit, meines Wissens, oder? Ja, ja, Gustl geht's gut. Er hat immer gut geschaut, war immer ein fescher Typ und hat auch immer geschaut, dass er körperlich halbwegs benannt ist. Also ich glaube, davon zehrt er heute noch. Von Starek, ich glaube, das war aber dann eher in seiner GRK-Zeit, ist ein legendäres Zitat überliefert. Also mehrere, aber dieses eine hat irgendwie Geschichte geschrieben. Er hat angeblich in einer Halbzeitansprache zu seinen Spielern gesagt, wenn es ja nicht kicken geht, dann haut es wenigstens eine. Ja, ja. Warst du Zeitzeuge oder hat er ähnlich auch mit euch und mit dir gesprochen? Ja, er hat dieses Zitat, da war ich nicht dabei, also er dürfte wirklich beim GRK gewesen sein. Aber zum Beispiel zu uns hat er mal gesagt, wie wir gegen die Wiener Austria gespielt haben, und da hat damals der Ralf Hasenhüttl bei der Wiener Austria gespielt, hat er reingeschrien mitten im Spiel, der ist so eckig, macht's ihm rund. Also so die Aufforderung, wir sollen ein bisschen näher ranrücken, wir sollen ihn also geht sinngemäß dann schon in die Richtung, ne, von dem angesprochenen Zitat. Wie hat denn Taktiktraining unter Starek oder überhaupt damals in den späten 80ern oder frühen 90ern ausgeschaut? Gerüchten zufolge war das ja jetzt nicht das große Thema damals. Nein, war es auf gar keinen Fall. Also natürlich hat man in der Formation trainiert, man hat Trainingsspiele gemacht, aber nicht so wie heute. Das kann man nicht vergleichen. Heute wird jede Position zerlegt. Was ist, wenn der Mitspieler dorthin schiebt? Wo müssen die anderen agieren? Wann wird genau gepresst? Wann wird das und das gespielt? Damals war das Augenmerk nicht so sehr drauf gelegt. Da hat man eher gesagt, ja, wir attackieren vorne. Dann hat man eben versucht, vorne zu attackieren. Aber jeder irgendwo hat das selbst interpretiert. Wenn es dann einmal gepasst hat, dass sich die Mannschaft gefunden hat, war das oft sehr, sehr gut. Aber es war nicht so wissenschaftlich wie heute. Heute wird praktisch jeder Schritt schon vorweg bestimmt, wer wann wohin gehen muss. Da gehen ja die Diskussionen oder die Meinungen auseinander, ob das nicht ein bisschen der Romantik im Fußball im Wege steht. Aber es wäre eine andere Diskussion. Da lade ich dich, wenn du Zeit hast, gerne noch einmal zu einer Diskussion ein. Du hast es damals natürlich auch mit einem anderen Otto schon zu tun bekommen bei Sturm Graz, mit dem du dann später noch einmal zusammenspielen solltest und sehr erfolgreich nämlich. Die Rede ist von Otto Konrad. Der war damals schon wie gut bei Sturm Graz? Der Otto war der in Graz praktisch das Juwel. Der war sehr, sehr jung, war ein Tormann, sehr, sehr gut und war auch begehrt. Also alles hat sich bei Sturm mehr oder weniger auch um den Otto Konrad gedreht. Der Otto hat es gut verstanden, dass er Sport auch mit einer gewissen Aufmerksamkeit, dass er das verbindet. Also der Otto war da in Graz quasi der Sportler, über den alle Bescheid gewusst. Auch ein Entertainment-Talent besessen de facto, wie er dann später auch noch zur Schau stellen sollte. Die Zeit bei Sturm hast du ganz allgemein gesprochen wie abgespeichert? Ja, das war eine ganz wichtige Phase in meinem Leben. Also zum einen bin ich von Wolfsberg weggegangen, dann nach Graz. Ich habe müssen selbstständig oder praktisch ein bisschen erwachsen werden. Zum anderen auch das beinharte Geschäft im Profifußball sich zu behaupten. Ich habe ja vorweg schon erwähnt, dass am Anfang schon Zweifel da waren, ob ich es überhaupt schaffe. Bis hin, ich war ja 5 Jahre in Graz, dass ich eben mich durchgesetzt habe und dann irgendwo einen Status mir erarbeitet habe, dass mich dann sogar die Wiener Austria gekauft hat. Also das war vom Einstieg bis hin, dass man sagt, man hat sich in der österreichischen Bundesliga durchgesetzt. Und eins möchte ich hier auch noch sagen, weil man oft so vergleicht, früher und heute. Ich habe damals als 19-Jähriger bei Sturm Graz einen Profivertrag unterschrieben, ohne dass ich je zuvor einmal ein Spiel der österreichischen Bundesliga live gesehen hätte. Ja, in Kärnten war das nicht möglich, nach Graz ist man nicht gekommen. So war es mit mir als 19-Jähriger, ich unterschreibe einen Profivertrag bei Sturm Graz und habe Sturm Graz praktisch noch nie spielen gesehen. Kannst du das nur vom Hören sagen? Also wie groß war dann der Kulturschock unter Anführungszeichen? Naja, das war in den ersten Monaten natürlich vom Körperlichen her und auch von der Art und Weise, wie gespielt war, war es relativ groß. Und da muss man eben schauen, viel Zeit hat man nicht, dass man da sehr schnell sich anpasst, adaptiert und dann irgendwo mittendrin ist. Walter hat es schon angeteasert, im Jahr 1992 kam es dann zum nächsten großen Step, zum nächsten Karriereschritt. Die Wiener haben angerufen und gesagt, ob er Zeit hätte, der Kogler-Bur. Wie ist denn dieser Transfer zur Austria vonstatten gegangen? Ja, das war interessant. Wir haben damals mit Sturm Graz in der mittleren Playoff gespielt und da habe ich eine rote Karte bekommen, ich glaube vorletzte Runde, und musste nach Wien fahren zum Strafsenat. Das war im damaligen Praterstadion und die Wiener Austria hatte dort auch ihre Geschäftsstelle gehabt
Und da hat man dann ein, zwei Tage vorher, habe ich dann von der Austria einen Anruf bekommen, sie möchten auch mit mir darüber reden, ob ich nicht zu Wiener Austria gehen möchte. Und da bin ich mit dem Sturm Graz-Manager, damals Kiel Zeneca, nach Wien gefahren, zuerst Strafsenat und danach haben wir Vertragsverhandlungen gemacht. Und die sind dann zu einem gütlichen Ende gebracht worden, ganz offensichtlich? Ja, sind zu einem. Oder warst du ein zäher Verhandler? Nein, damals noch nicht. Also damals war absolut mein Wunsch. Das war einfach damals in der Zeit Rapid Austria. Da war es einfach der Wunsch, nach Wien zu kommen, wenn die Möglichkeit da ist. Also da spielt man bei einem der zwei besten Vereine in Österreich und die Chance wollte man einfach nicht entgehen lassen. Apropos C, weil du die eine rote Karte angesprochen hast, wie viel knallrote unter Anführungszeichen hast du denn kassiert im Laufe deiner Karriere? Hast du Buch geführt? Nein, drüber habe ich nicht, aber ich denke so 4-5 vielleicht. Ja, hält sich aber in Grenzen für einen. Ich denke ja, knallrote ja. Eines, wenn ich jetzt ein bisschen schleimen darf, steht einem Journalisten normalerweise eh nicht zu, aber das muss es einfach sein. Ich habe es im Smalltalk schon gesagt, Walter Kogl ist einer der freundlichsten und nettesten Menschen, die ich so kennengelernt habe im Laufe meiner jetzt auch schon sich in die Jahre ziehenden beruflichen Laufbahn. Aber du hast schon immer als knallharter Verteidiger gegolten. Also da war es dann schnell einmal vorbei mit der Herzlichkeit am Platz. Ja, oder? Natürlich, weil es einfach am Spielfeld, du musst einfach dort alles geben. Und wenn du als Verteidiger bist, dann kannst du deiner Mannschaft nur helfen, wenn du 100% alles reinschmeißt. Und natürlich musst du beinhart sein. Deswegen, am Spielfeld hat es keine Freunde gegeben. Davor, danach, ja, aber dort hätte es der beste Freund können sein. Da hat es nichts gegeben. Und diese Einstellung hat ja sicher zumindest einen Teil dazu beigetragen, dass die Wiener Austria gleich im Jahr 1 nach oder bei Koglers Ankunft sozusagen nicht weniger als den Meistertitel errungen hat, damals unter Trainer Stessel. Das war ja eine interessante Konstellation damals, weil Prohaska ist nicht unbedingt im Frieden gegangen. Wie viel hast du denn davon mitbekommen, von dem Quirks mit Prohaska und dem Vorstand? Eigentlich gar nichts, weil das ist alles in den Tagen vor meines Wechsels zustande gekommen. Natürlich hat die Austria danach auch noch im ersten Jahr, als ich zu Wiener Austria gekommen bin, profitiert auch vom Herbert Prohaska, von seiner Arbeit davor. Man darf nicht vergessen, die haben die zwei Jahre davor, sind sie auch Meister geworden und wir sind dann, als ich zu Wiener Austria gekommen bin, das dritte Mal Meister hintereinander geworden und das war für mich natürlich, mein erster Meistertitel war das ganz was Besonderes. Die anderen waren schon ein bisschen routinierter, aber für mich war es der erste Titel. Und du hast es ja mit ein paar wirklich legendären Mitspielern zu tun bekommen dort bei der Austria. Also über Ogris brauchen wir eh nicht reden, aber sicher eine ganz interessante Achse damals, mag ich sagen, waren die drei Litauer. Also ich denke an Friedrikas, Ivanauskas und Nabekovas, so dass wir einfallen. Denen sagt man ja nach, dass sie nicht nur unbestritten gute Kicker waren, sondern manchmal auch einen durchaus ausgeprägten Durst gehabt. Kannst du das bezeugen und warst du manchmal Zeitzeuge? Naja, ich möchte sagen, überhaupt bei der Austria, wenn es gepasst hast, wir waren eine sehr, sehr lustige Truppe. Also es hat dann oft gegeben, nach dem Vormittagstraining oder wenn Einstände waren, dass wir sofort in Prater gefahren sind, ins Schweizer Haus, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Was die Litauer vielleicht noch zusätzlich gemacht haben, da war ich vielleicht nicht mehr so dabei. Aber die extra Schichten. Aber allgemein, also wir waren eine Truppe mit sehr vielen, glaube ich, sehr guten Persönlichkeiten und das hat sich ganz gut ergänzt. Und ja. Und du bist ja dann auch noch in den, weiß ich nicht, ob es ein Genuss war, aber die Frage stelle ich jetzt, gekommen mit Peter Backhult auch noch zusammenzuspielen. Ihr habt sogar beide einmal in einem Derby als Torschützen geglänzt. Also er, der Erzrapidler unter Anführungszeichen, hat dann im Derby, ich glaube, das 4:1 gemacht, zweimal Andi Ogris und einmal Walter Kogler mit einem sehr sehenswerten Freistoßtor. Wie war der dann nicht mehr ganz junge Peter Backhult als Mitspieler? Ich glaube, der war dann schon 5:36 damals. Ja, der Peter ist, wenn ich mich richtig erinnere, nichts Falsches sage, ist er von 1860 zu Wiener Austria noch gekommen. Also es war dort in einer Phase, wo es dann vielleicht nicht mehr so gut gelaufen ist. Also, da waren wir dann nicht mehr Serienmeister, aber der Peter hat noch immer seine Klasse gehabt und war ein wichtiger und ein guter Spieler damals für uns. Hermann Stessel, über den haben wir schon kurz gesprochen, dem sagt man ja nach, dass er ein wahnsinnig gutes Gespür gehabt hat für die Mannschaft, wie die funktioniert und vor allem, wann er es laufen lassen muss. Was er, sagt zumindest die Geschichtsschreibung oder sagen die Legenden, was er weniger konnte, ist die Spieler wirklich hart rannehmen und mit denen Klartext zu sprechen. War das so? Ja, er hat sicher seine Stärken gehabt, indem dass er gewusst hat, wie die Mannschaft tickt.
Und auf das hat er penibelst Wert gelegt, dass er die Truppe so zusammenstellt, dass die Truppe an und für sich so viele Sachen auch intern regelt. Ja, dass nicht er jetzt der Mann im Mittelpunkt ist, der jetzt jeden Zwist oder jedes Problem lösen muss oder sagt, genau Jungs, ihr müsst das und das machen, so in die Richtung gehen, sondern nein, er hat versucht, gute Spieler so zusammenzustellen, zu vereinen, dass die Mannschaft selber in sich intakt ist und dass sie dann gut spielt. Und das ist sicher die große Stärke von ihm. Und wenn da jemand nicht reingepasst hat, dann hat er den ganz, ganz elegant und locker absolviert. So, dass der am Schluss noch gesagt hat, danke, dass du mich raus hast. So ungefähr. Also immer nett, immer höflich, aber in der Konsequenz dann auch hart. Auch ein sehr netter Mensch ist zumindest der Geschichtsschreibung zufolge Betty Hickersberger gewesen. Der folgte Stessel meines Wissens dann nach bei der Wiener Austria. Es gab den Cupsieg und er musste trotzdem gehen. Da kiefelt er bis heute dran, glaube ich. Kannst du mitfühlen mit ihm? Ja, weil ich war ja danach auch Trainer und wenn man erfolgreich ist, dann glaubt man oder man denkt, dass man vielleicht ein bisschen anderes Standing hat. Ja, dass man vielleicht ein bisschen mehr sich durchsetzen kann, ein bisschen andere Wertigkeit im Verein hat, aber hin und wieder kommt man dann drauf, auch als Trainer, es ist dem nicht so. Deswegen verstehe ich das von Peppi absolut und auch er hat, wir waren damals unter ihm auch, sehr, sehr erfolgreich und hatten eine gute Zeit. Und dann kam ein Mann, mit dem Andi Ogris überhaupt nicht warm wurde. Egon Korda ist ein deutscher Trainer. Wie gut hast du mit ihm harmoniert? Ich habe mit ihm überhaupt kein Problem gehabt. Also, weil ich auch eher der Typ bin, der relativ einfach zu handeln ist. Also ich schon, es gehört schon was dazu, dass man sich mit dir dauerhaft zerstreitet, oder? Ja, man, wenn's ganz blöde Geschichten sind, dann kriegt man ein Problem. Dann vielleicht mehr als vielleicht miteinander, da kann ich ziemlich stur sein, also wenn es einmal aus ist, ist es aus. Aber mit dem Egon habe ich insofern kein Problem gehabt, weil die Sachen, die er vorgegeben hat, das war kein Thema. Aber er hat wirklich mit allen angeeckt. Ob es jetzt Spieler waren oder Funktionäre oder Journalisten oder auch Fans, der Egon ist zu allen irgendwo gleich gewesen. Man kann dann sagen, gleich gut oder gleich hart. Und das ist, da hat es vielleicht ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl gefehlt, dass er eben da das besser gehandelt hätte. Und wenn er dann auf einen Typen wie Andi Ogris prallt, dann ist er ein bisschen wirklich vielleicht sogar vorprogrammiert, oder? Naja, ist ja logisch. Also das sind ja Spieler, die jahrelang beim Verein waren, sehr, sehr erfolgreich. Oder zum Beispiel den Kerl Manfred Schack, an die ersten Trainingseinheiten. Wir haben in der Kabine, ich glaube, ein Tragerl mit den Getränken vergessen. Ja, wen schickt er die Getränke holen? Nicht den 18-Jährigen, sondern den Kapitän. Ja, der hat müssen im Brotter zurücklaufen, die Getränke holen. Also das ist schon einmal ein bisschen ein komischer Auftakt. Ehrenbeleidigung sozusagen. ich gebe es jetzt zu, es ist jetzt kein Renommee für mich, aber ich weiß nicht ganz genau, wie viele Tore du für die Austria erzielt hast. Aber eines war schon ein recht entscheidendes. Das war Champions League Qualifikation 93-94 gegen Rosenborg Trondheim. Du hast das entscheidende vierte Tor gemacht, das dann zum Aufstieg in die nächste Runde berechtigt hat. Wie sehr ist dir das noch in Erinnerung? Ja, das ist noch immer gut in Erinnerung. Zum einen schießt man ja als Verteidiger nicht so viele Tore, zum anderen war es eben damals gegen Rosenborg Trondheim. Wir haben auswärts 3-1 verloren, haben eigentlich ganz schlecht gespielt und zu Hause dann die Aufgabe gehabt, das nochmal zu drehen. Und wenn du da dann kurz vor Schluss das vierte machst, das war schon was, das freut mich heute noch immer. Also. Was ich jetzt auch nicht weiß, ich weiß ganz schön viel nicht, aber ich hoffe, du nimmst mir das. Deswegen reden wir ja miteinander. Deswegen reden wir ja, genau, so kommen wir zusammen. Ob du beim auch interessanten Spiel gegen den FC Barcelona dann dabei warst, wo Pepe Hickersberger sehr amüsant erzählt, da waren Offensivgötter wie Romarios, Deutschkow, Laudrup, Echeverria dabei. Und wir haben auswärts, glaube ich, 4-0 verloren. Und du hast jetzt mal zweimal Kuhmann, einmal noch irgendein Defensivspieler und die Offensivgötter sind völlig leer ausgegangen. Das nagt irgendwie auch ein bisschen, oder? Wenn diese Offensivstars gerade nicht treffen. Ich war dabei bei beiden Spielen. Wir haben auswärts 3-0 verloren. Mhm. Rückspiel dann das Fersler-Tor von Andi Ogris. Ja, Rückspiel 2-1. Mhm. Wir haben sicher auswärts damals eines der besten Spiele abgeliefert, die wir spielen konnten. Da waren wir super drauf, obwohl 3-0. Ja. Aber es war damals ein Elfmeter dabei, ein Freistoß dabei und ein Tor nach einem Freistoß. Also unsere Leistung war top. Ralf Hasenhüttl hat sogar zwei, drei Chancen vergeben gehabt. Also das Spiel war sehr, sehr gut, nur es ist nichts rausgekommen. Und ich habe damals dürfen gegen den Romario spielen, der damals dort praktisch Tore wie am Fließband geschossen hat und er hat weder in Barcelona noch in Wien ein Tor geschossen. Also das war so für mich
ein bisschen so ein interner kleine Genugtuung. Die B-Note ist an dich gegangen sozusagen. Ja, das glaube ich sofort. Also wenn man so einen Mann oder so ein Kaliber kaltstellt, dann glaube ich schon, dass das ein bisschen Genugtuung evoziert. So, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, ich will dich ja nicht über Gebühr quälen. Der gute Mann hat ja auch noch was zu tun, nicht nur mir, rede und dann. Aber es hat sich ja noch so wahnsinnig viel getan in deiner Karriere. Zum Beispiel in der Saison 96-97 mit dem Wechsel zur Salzburger Austria und mit dem nächsten Meistertitel. Du bist Spezialist dafür, in Jahr 1 beim neuen Club Meister zu werden. Vor allem war dieser ja nicht in Stein, also im Stein gemeißelt letztlich schon, aber er war nicht unbedingt erwartbar. Nein, überhaupt nicht. Also bei Wiener Austria war meine Situation auch so, nach dem vierten Jahr bei der Wiener Austria, wir waren mannschaftlich nicht sehr gut, es waren sehr viele unzufrieden im Verein und man hat mir auch nicht signalisiert, dass man unbedingt mich halten möchte. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann schauen wir uns um. Habe dann auch selbst in Salzburg einmal angerufen beim Rudi Quenberger, weil ich gehört habe, dass irgendein Manager, mit dem ich eigentlich keinen Kontakt hätte, mich dort angetragen hat. Und ich habe angerufen direkt beim Rudi Quenberger im Büro und habe gesagt, Herr Quenberger, Walter Kogler, Wiener Austria, sollte jemand in meinem Namen für mich sprechen, also ist nichts dahinter, wenn, dann bitte direkt. Dann machen wir es jetzt. Ja, dann hat er gesagt, nein, ist kein Interesse. Sage ich, ja, passt, danke, sehr gut, dann haben wir das erledigt. Aber dann drei Tage später hat sich wieder wer gemeldet aus Salzburg und dann ist der Transfer über die Bühne gegangen. Und das war, wie gesagt, eine sehr erfolgreiche Saison mit dem Jungtrainer damals, zumindest gemessen an Berufsjahren, Heribert Weber, über den man was wissen muss. Der war damals in dem einen Jahr Weltklasse. Ja, der hat uns Spieler ganz richtig angefasst. Der hat auf der anderen Seite hat er ganz klar vorgegeben, was er sich erwartet, wie wir spielen sollen, was wir auch können. Also das zusammenzustellen, zu wissen, wie dick die Mannschaft, was kann man von den Spielern erwarten. Und zum anderen hat er uns dort extrem eingebunden. Also er hat sehr viel mit uns Spielern geredet, hat auch immer wieder, wenn irgendwo welche Positionen nicht sicher waren, vor dem nächsten Spiel den einen oder anderen Spieler gefragt. Also er hat richtig, richtig gut gecoacht, das Ganze. Und Walter Kogler hat dann schon wieder ein sehr wichtiges und entscheidendes Tor erzielt, und zwar im vorentscheidenden Spiel dann gegen Rapid. Rapid ja der Titelverteidiger und erklärte Favorit, und man hat ja bei Rapid auch kein Hehl draus gemacht, dass man den Titel verteidigen will. Aber wir haben übrigens, falls Sie es gesehen haben, Ernst Dokobil in der letzten Episode gehabt, da haben wir natürlich auch über interessante Spieler wie Ivanov und Co. gesprochen, die auch in diesem Spiel, auf das ich jetzt zu sprechen kommen mag, eine entscheidende Rolle gespielt haben. Also Salzburg gewinnt zu Hause gegen Rapid im vorentscheidenden Duell um den Titel sozusagen 2:0. Ivanov wird ausgeschlossen nach einer Trittattacke gegen Winkelhofer und der junge Mann glänzt als Kopftorschütze zum 1:0. Allerdings, wenn ich jetzt ein bisschen kritisch sein darf, du bist schon sehr frei zum Kopfball gekommen. Ja. Der Herr Fandi hat mich da eher nur ein bisschen begleitet. Also das war der nicht Mann, gewinnt das Kopfballduell eh nicht, die geht gar nicht in die Luft. Also Flanke, ja. Oder Freistoßflanke, glaube ich, von ja. Hammerhauser und genau. Du hast zugeschlagen. So auf die lange Ecke und ich habe gegen die Laufrichtung eingeköpft. Das war das 1:0 und das war damals für uns so mehr oder weniger jetzt wissen wir, dass wir Meister werden können und das haben wir dann gut durchgezogen. 2:0 damals Jančula. Ja, Jančula. Tibor Jančula, ja, knapp vor Schluss hat er den Deckel drauf gemacht dann mit dem 2:0. Und man darf ja nicht vergessen, also wie gesagt, also es ist damals ein Pfeifenberger, Otto Konrad während der Saison, ein Feiersinger, die haben alle den Verein verlassen. Und so quasi war ja, der Titel eigentlich weit weg, war nie die Rede davon, aber irgendwie haben wir uns den Titel dann gekrallt. Also es waren ja 2, 3, 4 Jahre davor diese unglaublichen Erfolge des Salzburger Austria, dann hat es ein Jahr zum ja. Vergessen gegeben, mehr oder weniger, und dann wie aus heiterem Himmel dieser Meistertitel. Mit welchen Erwartungen bist du damals nach Salzburg gegangen? Mit den Erwartungen, dass ich gewusst habe, dass in Salzburg einfach vom Publikum her, von der Stimmung her ein Verein ist, der jeden bewegt, also durch diese Erfolge 2, 3 Jahre zuvor war die Stimmung eigentlich, war Salzburg auch eine Spitzenmannschaft. Auch wenn es im Umbruch war, aber für mich war es damals reizvoll, nach Salzburg zu gehen, was Neues zu erleben und auch versuchen, dort erfolgreich zu sein. Von Salzburg ging es dann weiter nach Cannes. Ja. Wie das? Das war eine Nacht- und Nebelaktion, also das war im Winter, Wintertransferzeit. Und da war damals ein Schweizer Manager, der hat mich kontaktiert und hat angefragt bei mir, ob AS Cannes ein Thema wäre. AS Cannes hat damals einen Innenverteidiger verkauft nach Marseille um 20 Millionen Schilling und die haben damals einen Nachfolger gebraucht. Und ich war damals knapp 30 Jahre, über 30 Jahre schon. Und da haben wir gedacht, naja, wenn ich irgendwann die Chance habe, noch einmal ins Ausland zu gehen, ist jetzt der letzte Abdruck. Und
habe gesagt, ja, ich höre mir das an. Bin dann auch Anfang Jänner nach Nizza geflogen, dann nach Cannes weitergefahren und habe dort mit denen verhandelt, beziehungsweise der Manager. Und wir sind aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Das hat nicht, irgendwie hat das nicht gepasst. Wir sind wieder nach Hause geflogen. Somit war es für mich erledigt. Und dann rufen die Franzosen drei Tage später oder vier Tage später noch einmal an. Und dann denke ich mir, mit diesem Schweizer Manager komme ich nicht weiter. Ich brauche jemanden anderen. Und dann habe ich mich erinnert, der Robert Boldischer, der lange Jahre bei Sturm Graz Manager war, der hat in seiner Jugendzeit eine französische Freundin gehabt. Dadurch der Sprache mächtig und ich rufe am Abend in Robert an, so 18, 19 Uhr und sage, Robert, was machst du morgen? Sag er, ja, arbeiten. Er war beim Finanzamt, hat er gearbeitet und sage ich, Robert, nichts. Kannst nicht mit mir in der Früh noch Cannes fliegen, die wollen mich haben und ich brauche jemanden mit. Dann sagt der Robert, ja, gern, gib mir eine halbe Stunde, ich muss mit meiner Vorgesetzten sprechen. Eine halbe Stunde später ruft er mich an und sagt, ja Walter, ich bin dabei, wann muss ich in Salzburg sein, wann fliegen wir weg? Sag ich, ja, um halb sieben in der Früh, wir fliegen hin. Während des Fluges, er kommt nach Salzburg, während des Fluges erzähle ich ihm die Situation, ich war schon vorher dort, hat nicht ganz gepasst und sage quasi zu ihm, Robert, ich sage kein Wort, du verhandelst und wenn du zu mir sagst, es passt, dann passt's. Und wenn du sagst, Walter, wir packen zusammen, wir fahren wieder heim, dann fahren wir heim. Ersteres ist passiert, nach zwei, drei Stunden, die haben die verhandelt, sagt der Robert, Walter, jetzt ist alles in Ordnung. Sag ich, okay, gut, Robert, dann machen wir die Formalitäten alles, haben das schnell gemacht. Robert hat dann noch wieder müssen zum Flughafen, also das war ganz, ganz knapp, unterschrieben, Robert rein ins Taxi und zum Flughafen und ich bin in Cannes geblieben und habe drei Tage später in der französischen ersten Liga gespielt. Und das war ein wie lehrreiches und in Erinnerung gebliebenes Jahr bei Cannes? Ja, das war zwar nur ein halbes Jahr, weil im Sommer ist dann der Verein abgestiegen und damit war das auch wieder erledigt, aber es war irrsinnig interessant. Also einfach einmal eine andere Mentalität, eine andere Art und Weise zu spielen. Dort noch einmal mehr auf sich allein gestellt zu sein. Also das war äußerst interessant, möchte ich nicht missen. Sie wollten mich dann trotz des Abstieges noch haben, aber dann habe ich mir gedacht, zweite Liga Frankreich, nein. Ich packe wieder zusammen und wir ziehen. Dann so zum LASK gegangen. Dann, ne? Zum LASK. Genau. Und dann machen wir, wenn es recht ist und du das nicht als despektierlich empfindest, jetzt einen schnellen Schritt und einen großen Schritt hin zu einem ganz wichtigen Kapitel in deiner Karriere, nehme ich an. Der gute Mann ist nämlich bei Tirol, bei Innsbruck gelandet und hat dort nicht weniger als drei Meistertitel gefeiert. Mit einer Mannschaft, die sensationell war. So muss man das sagen, oder? Ja, also da bin ich auch im Winter hingekommen und da waren die Tiroler eher, ich glaube, 6., 7., 8. In der Tabelle und waren hinten dabei, also von einer Spitzenmannschaft weit weg. Und damals im Winter sind Radoslav Giliwitz gekommen und ich bin nach Innsbruck gekommen und haben eigentlich ein fantastisches Frühjahr gespielt, haben uns noch um einige Plätze verbessert und haben den Schwung dann für die nächsten drei Jahre mitgenommen. Es ist lange Zeit, hat man uns Tiroler immer ein bisschen unterschätzt, weil es waren meistens so Spieler, die schon ein bisschen älter waren, ich war damals auch schon weit über 30 und wo man gesagt hat, ja, irgendwann denen wird die Luft ausgehen, aber das war ganz im Gegenteil, je mehr wir gesehen haben, dass es gut geht, je mehr haben wir Hunger gekriegt, dass wir da weiter dranbleiben und das waren dreieinhalb wunderschöne Jahre in Innsbruck. Wobei so ein Vorwurf, der ja auch von Wien immer wieder gekommen ist, naja, das ist vielleicht ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, was dort in Tirol passiert, weil man ja weiß, wie es danach ausgegangen ist. Konntest du damit etwas anfangen, dass der Verein über seinen Verhältnissen agiert hat? Ja, das haben wir erst im Nachhinein oder gegen Ende erfahren. Also man geht ja als Spieler immer davon aus, dass diese Verträge, die der Verein auch mit den Spielern abschließt, dass das alles auch hält. Auch wir Spieler waren ja dann letztendlich die Leidtragenden. Wir haben ja im letzten Jahr dann nur mehr ganz spärlich Zahlungen bekommen. Und man geht davon aus, wenn die Bundesliga prüft, wenn praktisch der Stempel drauf ist fürs neue Jahr, dass das passt, dass das im Nachhinein ja vielleicht so ausgesehen haben mag. Muss ich sagen, ja, kann ich zum Teil verstehen, aber auch in der damaligen Phase waren jetzt hier andere Vereine, so wie der GAK, Sturm Graz, auch der LASK
oder Schwarz-Weiß Bregenz, die haben im Endeffekt alle die gleichen Probleme gehabt wie der FC Tirol. Ich muss ja noch einmal den Ernst Dokopil zitieren, der hat nämlich auch das letzte Mal gesagt, alle, die mir als Rapid-Trainer den Mastertitel weggeschnappt haben, sind noch in Häfen gegangen. Ja. Ich will das nur so gesagt haben, nicht wertend. Aber ich hätte gerne eine Wertung von dir, zwei Trainerpersönlichkeiten betreffend, mit denen du bei Tirol zusammengearbeitet hast. Kurt Jara natürlich und dann der spätere Weltmeistertrainer Jogi Löw, den hast du quasi, oder habt ihr gepusht zum Weltmeistertrainer. Waren die vergleichbar miteinander? Oder wer war der bessere, ist wahrscheinlich schwer, aber wer war der interessantere Trainer? Beide interessant. Der Jara Kurt hat den Grundstein gelegt, dass wir überhaupt diese drei erfolgreichen Jahre gehabt haben. Vorher war Tirol Mittelmaß. Er hat es verstanden, eine Mannschaft zu formen, das zu entwickeln. Und der Jogi ist dann gekommen, nachdem der Kurt Jara zum HSV gewechselt ist als Trainer. Hat der Jogi es verstanden, die Mannschaft in einer schwierigen Phase, also es hat ja dann ganz wenig Zahlungen gegeben, also es war dann immer die Rede von Konkurs, wie geht es überhaupt weiter, aber er hat es verstanden, dass er die Mannschaft so erwischt hat, dass wir trotzdem immer gerne zum Training gekommen sind und trotzdem hungrig waren auf jedes Spiel. Also wir haben unter dem Jogi dann auch souverän die Meisterschaft gewonnen und wir wären damals alle sehr, sehr gerne zusammengeblieben. Das hätte noch können erfolgreich weitergehen, aber wie gesagt, dann ist alles zerfallen. Wer waren in der Tiroler Mannschaft die größten Partylöwen? Da waren schon ein paar Krocher dabei. Also, was weiß ich, denke Barisic, Marasek, natürlich die Jeschek und Co. Das waren ja alles keine Kinder von Ja, wir waren alle damals, sage ich mal, in einem sehr, sehr guten Alter, dass wir auch schon einiges erlebt dass haben. Dass man krochen lassen hat. Ja, das so, dass wir das haben noch können genießen. Haben aber immer gewusst, wenn es dann darauf ankommt, dass dann war die Leistung da. Das waren wir auch imstande immer zu bringen. Also von den Partylöwen natürlich. Stefan und der Zocki, Marasek. Die waren schon eingespielt von der Rapid. Die waren immer lustig unterwegs. Oder Kirchler Roli oder auch Watzinger Robert. Der Robert war sensationell. Nach den Meisterfeiern ist der zwei, drei Tage nicht nach Hause gekommen. Ja, also wir waren wirklich in allen Belangen eine außerordentliche Truppe. Es gab noch eine Station in deiner Profikarriere, nämlich den FC Kärnten. Du bist nach Hause gekommen, sozusagen. Wie hast du diese Station abgespeichert? Ja, nach FC Tirol war es für mich einfach der große Wunsch. Ich war damals 34, dass ich es irgendwo in der Heimat ausklingen lassen kann. Da war eben die Möglichkeit, beim FC Kärnten das zu machen. Wir sind im ersten Jahr waren wir noch relativ erfolgreich, haben auch international gespielt. Wir sind bis ins Cup-Finale gekommen und im zweiten Jahr war dann der Abstieg. Also wenn ich jetzt alle Stationen vergleiche, war das sicher vom Sportlichen her die enttäuschendste für mich. Oder das was irgendwie. Ich habe dann aufgehört nach dem Abstieg, hätte sogar noch einen Vertrag gehabt für ein Jahr. Aber ich wollte dann einfach nicht mehr weiterspielen. Das war einfach, ja, ich habe gemerkt, ich habe dann die Energie und die Lust dann nicht mehr dann weiterzumachen. Aber mit diesen deprimierenden Vibes mag ich das Gespräch jetzt nicht beginnen, nicht aufhören, nicht beenden. Deswegen spreche ich dich zum Abschluss noch kurz auf deine Teamkarriere an. Walter Kogler hat es auf, mach mich nicht auf, 28 Teameinsätze gebracht und war im Kader bei der Weltmeisterschaft 1998. Von der nicht wenige sagen, da wäre mehr Training gewesen. Ja, absolut. Ich bin der Meinung, wir haben uns dort jetzt grundsätzlich schon von der Grundeinstellung zu billig hergeben. Es war eine Mannschaft mit vielen sehr, sehr guten Spielern und wir hätten müssen ein bisschen selbstbewusster auftreten, mit ein bisschen mehr. Wir scheren uns nichts drum, was die anderen über uns denken, ja? Sondern auch wenn wir Außenseiter sind, aber wir wissen eigentlich, dass wir besser sind als Außenseiter. Und ich glaube, gerade die jüngste Europameisterschaft hat gezeigt, was man alles schaffen kann, wenn man im Kopf bereit ist, drüber zu gehen. Ich glaube, das war der große Punkt, dass sich die Mannschaft im Allgemeinen damals zu wenig zugetraut hat. So lassen wir es jetzt gerne stehen, wenn es für dich okay ist. Machen wir mal eine eigene Folge über deine Trainerkarriere. Ich nehme an, auch da hast du einiges erlebt. Und gerne auch einmal über deine jetzt auch schon ein bisschen andauernde Karriere in der Wirtschaft. Aber für heute lassen wir es, wenn es für dich okay ist, gut sein. Der gute Mann hat gesagt, er hat noch einen Abendtermin. Den will ich dir nicht vermiesen. Walter Kogler, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die sehr interessanten Schilderungen aus deiner bewegten Karriere. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.